So. Okay. Es sollte jetzt alles passen. Dann gieße ich mir noch mal einen Moment einen Tee ein. Schau noch mal bei Twitch rein, ob auch da alles passt. Jawohl, 19 Aufrufe in den letzten 60 Minuten. Was geht denn da auf meinem YouTube ab? Erstmal in die... Oh, noch ein Abonnent gerade hinzugewonnen. Krass. Letzte 60 Minuten, Minecraft 827. Die Stream-Aufzeichnung Minecraft 825, Tales of Symphonia. Vielleicht dann noch einen neuen Kommentar. Nö. Aber meistens gehen neue Abonnenten auch gleichzeitig mit neuen Kommentaren einher, aber ist in diesem Fall nicht. So, Mikrofon nochmal ein bisschen anders drehen. Softbox nochmal woanders hinstellen. So, ui. Okay. Und wie gesagt, jetzt noch einmal der Tee. Jetzt ist es hier halt ein bisschen kompliziert geworden mit meiner Kopfhörerverkabelung. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen umgestellt. Normalerweise stand hier an der Seite hinterm Tisch mein Laptop und hier vorne, eigentlich fast schon direkt an meinem Bein, stand das Mikrofon. Das habe ich jetzt mal umgestellt. Wir haben im Prinzip die Plätze getauscht, dass ich hier nach rechts immer auf den Bildschirm gucken kann. Und ich glaube, das ist sogar praktischer. Jetzt muss ich wieder meinen Tisch ein Stück ranziehen und dann auch gleichzeitig die Kamera. Dass, wenn ich mich vorbeuge zum Bauen, ne, hier stütze ich mich auf mein Bein ab, da ist immer noch alles im Bild. Der Teller kommt ein bisschen beiseite. Dann schaue ich mal schnell ins Internet. Denn. Hui. Eine Sache habe ich wieder vergessen. Ihr dürft jetzt Wetten abschließen, welche Sache ich vergessen habe. 76394. 76394. Um die ich mich gleich erstmal kümmern muss. So, es ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich hier vergessen habe. So noch nicht, weil immer noch alles sehr, sehr eng gebaut ist. Sobald wir hier das Zimmer mal renovieren, Treffer. Sobald wir das Zimmer hier mal renovieren, muss ich daran denken, dass ich auch hier sozusagen mein Studio ein bisschen umplane. Das ist ja alles eher nur so ein Provisorium. Gut. Okay, Bild haben wir noch. Das ist wunderbar. Dann kommt der erstmal kurz weg. Also, liebe Leute. Wir kümmern uns heute um die 76394 Fox Dumbledore's Phönix. Ist eins der, glaube ich, bisher drei Tiersets. Die auf so einem Sockel stehen. Es gab ursprünglich Hedwig, dann gab es Fawkes noch und jetzt neu, seit letztem Jahr war es, glaube ich, gibt es noch den ungarischen Hornschwanz. Genau. Hedwig und der kleine Kuscheldrache, die fehlen mir leider noch. Vor allem an Hedwig ist mehr oder weniger schwer ranzukommen für einen vernünftigen Preis. Der Hornschwanz, der ist neu. Aber auch der wird im Preis steigen. So. Aber wir wenden uns jetzt Fawkes zu. Der Minimalpreis, den ich hier gerade sehe, ist bei 50 Euro. Ich glaube, das ist auch die UVP. 597 Teile. Eine, sagen wir mal, zwei Minifiguren. Je nachdem, wie man es benennt. Hier UVP. 39,99 sogar. Also... Die ist sogar gestiegen, die UVP. End of Life, dieses Jahr.
Wer es also noch zum vernünftigen Preis haben will, sollte dieses Jahr zuschlagen, denn nächstes Jahr könnte es übel werden. Ja. Bauzeit beträgt ca. 1-2 Stunden. Mal sehen, ob wir heute damit fertig werden. So, das sind die Abenteuer der Vorderseite. Das ist die Abenteuer der Oberseite. Und gibt es noch an irgendwelchen Seiten irgendwas? Nö. So. Abenteuer der Rückseite. Da kann man kurbeln. Dann flattert er ganz hübsch. Kopf kann man drehen. Die Setmaße. Spannweite. Und das Highlight des Sets. So. Fragerunde abgeschlossen. Was habe ich vergessen? Ich hatte natürlich mein professionelles Kistenöffnungstool vergessen. Und ja, ohne das können wir ja keine Sets öffnen. Also, machen wir uns daran, wieder Millionenwerte zu vernichten. Einmal hier drunter. Ne, und was man hier schön im Bildungsfernsehen lernt, immer zum Körper hin, ne? Nein, natürlich nicht. Macht das nicht zu Hause nach. Wobei, das ist ein, glaube ich, ein Fischentschupper hier. Damit kann man sich nicht allzu sehr verletzen. Man kann sich nicht allzu sehr verletzen, ne? Müsst ihr aufpassen mit der Aussage, weil für jedes Werkzeug gibt es jemanden, der sich zu doof anstellt, es vernünftig zu bedienen. Und wenn man sich zu doof anstellt, ein Werkzeug vernünftig zu bedienen, tut man sich weh. Ende des Lieds. So, wir haben hier Tütchen 2, Tütchen 3, Tütchen 1, Tütchen 4. Ich kenne einen Bahnhof in Deutschland, an dem sind die Gleise ähnlich aufgereiht. Also da war, glaube ich, hier ist Bahnhofsgebäude, hier haben wir Gleis 8, Gleis 3, Gleis 1 und Gleis 2. Ist der Knaller. Muss man nicht verstehen. So. Warte mal. Was? Muss gerade mal eben was gucken. Kommt es? In welchem Stück kommt das denn? Wow. Okay, krass. Ja. Die Anleitung ist wieder gebunden und nicht zusammengeheftet wie beim Zauberschach. Verstehe ich auch nicht, warum die Anleitung für das kleine Set hier gebunden ist und die fürs Schach getackert. Das ist der QR-Code. Hier ist auch nochmal die Set-Nummer. Wer sie dem Titel nicht entnehmen kann, ne, kann jetzt hier nochmal die Nummer sich abschreiben. Und wer möchte, kann parallel zum Stream gleichzeitig im Internet die Anleitung lesen. Zack, in meinen Notenständer rein. Dann kommen diese Tütchen weg. Und mit diesem Set hier hat Lego es geschafft, mich glücklich zu machen. Warum? Werden wir gleich sehen. Ja, mir fällt auf, ich habe gar keine Mülltüte hier. Ah, der Tee ist leider noch zu heiß. So, ja, unser schlauer Teller, der kommt wieder zurück. So, einmal. Und zweimal, dann ist es so halbwegs getrennt da oben. Ich wette, das wird sich nicht lange halten, aber man kann es wenigstens versuchen. Okay, das erste, was wir bauen, ist ein kleines Stellgerüst. So, da kommen hier links und rechts so zwei perlgoldene Grills hin.
Ja, diese Pseudotrennung, die ich da gerade aufgemacht habe, die ist jetzt auch schon wieder hinüber. Sauber. So, und vier Noppen. Aber einmal das hier. So. Ups. Ja, da ich jetzt schon direkt wieder geeselt. Also, warum mich dieses Set glücklich macht. Wir haben einen wunderschönen Fawkes mit dabei. Das, was sie 2018 in einer großen Halle verkackt haben und was sie jetzt 2021 in einer großen Halle, Schrägstrich Kammer des Schreckens, nicht geschafft haben, haben sie hier gebracht. Wir haben eine wunderschöne Fawkes-Figur. Der ist halt wirklich sehr schön. Also bei dem von 2002 hat es mir so gut gefallen, dass du da die Figuren dranhängen konntest. Weil, ne, die Endszene aus dem Film war ja, dass die da mit Fawkes wegfliegen, weil der ja übel stark ist und die wegträgt. Gut, theoretisch kannst du. Ne? Theoretisch kannst du es dann so machen, wenn du kreativ bist, und dann schwupp. Ne, kannst du so durch die Gegend zwuschen. Aber das ist wirklich eine sehr schön designte Fawkes-Figur. Ich bin begeistert und ich mag diese Figur auch mehr als die alte tatsächlich. Die alte hat was, die alte hat Charme, aber sie ist halt wirklich sehr, sehr klotzig. Und der Fawkes sieht halt wirklich sehr gut wie der im Film aus. Schön bedruckt, schönes Gesicht, ne, schöne Brust. Sogar seine Kopffedern sind bedruckt. Es ist einfach eine wunderschöne Fawkes-Figur. Mehr kann man nicht sagen. Und der Dumbledore, der ist halt auch mega cool. Der hat da seine rote Robe an. Diese rote Samtrobe. Von vorne und von hinten. Kriegt er jetzt auch nochmal seine Haare und seinen Rauschebart. Und ich glaube, diese Dumbledore-Figur hier, die ich gerade in der Hand halte, ist exklusiv in diesem Set. Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß da nicht mehr zu. Aber ich würde es fast meinen, denn. Kommen Sie mal her. Ja. Der Dumbledore aus der Kammer des Schreckens sieht nämlich so aus. Ich finde es sehr schade, dass sie ihm nicht auch noch einen Rock gegeben haben. Weil ich finde es sehr komisch, wenn man so einen Rock durch so ein bisschen Hose, also durch normale Beine, andeutet. Ne, das hat mich ja auch schon bei der großen Halle von 2018 gestört. Bei der ja Professor McGonagall eine Hose im Prinzip anhatte. Und ja, jeder weiß, dass sie einen Rock trägt, aber ja, interessiert irgendwie keinen. Deswegen, das hätte man noch verbessern können bei der Figur, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Dumbledore. Der hat hier auch wieder weiße Stäbchen. Ziehe ich mir irgendwo anders raus, wenn er unbedingt zaubern muss. Da ist ja ganz schön viel Luft. Guckt mal, guckt euch mal hier zwischen den Vieren und der großen grauen Platte die Fugen an. Ja, wir machen uns jetzt erstmal an den Aufbau des Sockels. Ja, komm her. Da ist leider auch wieder Farbseuche vertreten, ne? Ist ja in den Harry Potter Sets nicht so üblich, dass Farbseuche vertreten ist. Aber wenn man schon mal was verkleiden kann, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass irgendjemand es schafft, Farbseuche unterzubringen. Fawkes war nicht der einzige Knaller dieses Sets, mit dem ich so glücklich bin. Es gibt nämlich noch einen Knaller. Da könnt ihr euch mal überlegen, was das für ein Knaller sein soll.
Schau jetzt nochmal sicherheitshalber auf YouTube. Ori hat mich neulich total verunsichert, ne? Als Ori meinte, dass ich gerade auf YouTube live bin. Okay, aber scheint safe zu sein. Oh, warte mal, was? Ah, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Ups, ja, zum Glück habe ich wertvolle Teile drin, hier rumzuliegen. Einmal. Hier oben sollten nämlich gar keine Vierer ran. Ja, komm schon. Hier oben sollten nämlich diese umgekehrten Noppen ran. Umdrehen. Dann kommen hier diese Wippen hin. Die kommen hier in der Mitte. Heute war auch schon wieder so ein elend anstrengender Tag. Habe ich mir aber freiwillig ausgesucht. Bin heute nämlich zum Sport gefahren mal wieder. Seit mehreren Wochen. Ich hatte ja zwischendurch mal Corona. Da konnte ich ja währenddessen nicht trainieren gehen. Da durfte ich ja währenddessen auch nicht raus, ne? Und spannt sich das Kabel? Nee, gut. Und mit Husten, dann sollte man ja eigentlich auch nicht zum Sport gehen. Also, ja, war ich jetzt lange außen vor. Vier, fünf, sechs. 7, 8. War ich ja jetzt lange entschärft. Durfte lange keinen Sport machen und heute mal wieder. Und heute ist halt jeder Depp ins Fitnessstudio gerannt. Ich dachte, die katern alle noch von Halloween gestern aus. Aber nein. Heute sind alle ins Studio gerannt. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen Cardio machen und ein bisschen Krafttraining. Aber ich dachte mir so, boah. Also wirklich beim Krafttraining, bei den Geräten. Es war so voll. Es war so brechend voll. Da dachte ich mir, okay, vorne die Cardio-Geräte, die waren leer. Also da waren auch einige am Trainieren, aber nicht annähernd so viele wie hinten beim Krafttraining. Da dachte ich mir, okay, Krafttraining knicke ich heute. Mach ich dann wann anders. Mach heute halt Cardio. Hatte doch auch schon überlegt, ob ich dann nach meiner halben Stunde Cardio wieder nach Hause fahre. Dachte mir aber, nee, den Sport brauche ich. Ich habe jetzt ewig nichts getan. Das brauche ich, das muss ich machen. Also bin ich da geblieben. Und habe halt nicht nur eine halbe Stunde hier das normale Fahrrad gemacht, sondern auch so dieses Liegerad. Dann bin ich heute insgesamt eine Stunde Rad gefahren. Und glaubt mir, das tut weh. So. Jetzt Trommelwirbel. Jetzt kommt das, was mich an diesem Set gerade so begeistert hat. Es ist nämlich dieses kleine schwarze Teil hier. Das ist ein Print. Ich glaube, bei Hedwig damals war es tatsächlich ein Aufkleber hier vorne auf der Plakette. Und Forks ist ein Print. Ich gucke mal. Hedwig. Hedwig, genau, Hedwig. Hedwig. Das hier müsste es sein. Genau, wo sind die Anleitungen? Blablub.pdf. Da will ich jetzt nämlich mal reinschauen. Okay, es ist schon im ersten Schritt.
Sockel. Da ist der Aufbau. Da wird das zusammengesteckt. Ich suche gerade die Stelle, an der die Plakette ins Spiel kommt. Ja, genau, bei Hedwig war es ein Aufkleber. Und ungarischer Hornschwanz 2022, gucke ich jetzt mal. Der hat, glaube ich, auch so eine Plakette. Ah, da kommen die neuen Bauerleitungen ins Spiel. Irre. Weiß nicht, wer da schon wieder Lack gesoffen hat. Ach, der Hornschwanz, der ist tatsächlich auch ein Aufkleber. Traurig. Also bei Fox haben sie es einmal hinbekommen, das zu drucken. Bei Hedwig und beim Hornschwanz nicht. Das ist enttäuschend. Und vor allem, wenn man schon so eine Farbseuche unterbringt, ne, dann erwarte ich auch, dass das Mindeste gedruckt wird. Das enttäuscht mich gerade sehr. Dass sie es bei Hedwig nicht hinbekommen haben, okay, ist eine Sache. Aber dass sie es bei Fawkes hinkriegen und bei dem späteren Set Hornschwanz nicht mehr, dass sie es halt zwischendrin mal gepackt haben und später wieder versaut, das verstehe ich nicht. Das ist einfach, das ist enttäuschend. Das ist wirklich, wirklich enttäuschend. Ja, natürlich aufkleben musste es, weil das ist gefühlt das halbe Set. Könnt mir auch vorstellen, dass diese Fawkes-Plakette relativ teuer ist. Ich weiß es nicht, aber vorstellen könnte ich mir. Vier Miche-Teile? Ach nee, ich bin da zu blöd zum Gucken. Also jetzt haben wir schon zweimal Farbseuche verbaut. Zweimal gelb. So richtig schön leuchtend, knalliges Gelb. Das hier im Set effektiv nichts zu suchen hat. Also das Gute ist, bei Harry Potter kannst du diese knalligen Farben, denke ich mal, teilweise noch irgendwie verwerten. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Für Hufflepuff nutzen sie genau dieses Gelb, soweit ich weiß. Kannst du, wenn du irgendeinen Mock baust oder so, denke ich, noch irgendwo verbauen. Aber insgesamt ist das schon so. Na gut, hier haben sie es geschafft, den Print zu machen. Deswegen kann man da über die Farbschande hinwegsehen. Brauchen Stift da. Aber wirklich bei einem teuren Set, wo du einen lockeren Print durch einen Aufkleber ersetzt, da erwarte ich dann auch weniger Farbseuche. Mission erfolgreich gescheitert, würde ich mal sagen. Task failed successfully. Ja, das liegt nicht ganz auf. So. Weißt du, sogar Grau und Schwarz passen hier besser rein als Gelb. Da. Jawohl. Das Gute ist, im Fall von Fawkes weiß ich sogar schon, wo es hinkommen soll. Ich habe mir da vorhin schon einen Platz ausgedacht, an den ich den kleinen Vogel stellen möchte. Ich habe nämlich gestern mal so ein bisschen Platz auf meinen Regalen freigeräumt. Ich habe mal die Detektiv Conan Manga-Reihe aus meinem Zimmer befördert. Ist jetzt in Kisten. Und an der Stelle ist jetzt ein bisschen Platz eingekehrt. Was ist das denn? Achso.
Genau, da aufs Regal soll dann Fox kommen. Dann nochmal zwei Ecken. Ja, und wie es dann mit dem Renovieren meines Zimmers aussieht. Das steht in den Sternen. Gryffindor! Das Problem ist, wenn wir nicht nächstes Jahr mit dem Renovieren anfangen, dann kann ich es mir eigentlich auch schenken, weil irgendwann will ich ja auch ausziehen. Oh, ups. Die rote Seuche soll ein Stück weit nach außen. Dazwischen kommt jetzt nämlich nochmal sowas hier. Ah, die rote Seuche könnte vielleicht sogar nützlich sein. Das verbauen die vielleicht in Fox. Ja, dann nehme ich das erstmal zurück. Weil das ist, glaube ich, der Aufbau, auf den Fox dann angebracht wird. Und das Rot könnte zum kleinen Vogel passen. Deswegen halten wir uns mal noch zurück. Meckern kann man später immer noch. Jawohl. Also stabil ist es noch nicht. Hier ist wirklich eine ganz böse Sollbruchstelle drin. Hier unten kommen noch zwei Käsecken rein. Ah, da hat man sich auch minimal vertan beim Design. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Guck mal da auf die Käseecken zu meinem Finger. Die stehen ganz leicht hervor. Die haben einen anderen Winkel als die halben Dächer hier. Dadurch stehen die so leicht ab. Ja, dann habe ich hier Säulentrommeln wieder mal in Perlgold. Finde ich sehr schön. Na, we can see clearly now. Das kommt auch in jedem Stream, oder? Ich kann es nicht mehr hören. Na, da habe ich jetzt auch den Knaller angemacht, ne? So. Warte, was? Oh, wait. Ich habe Bauschritte übersprungen. Da kommt eins hin. Aber auf die andere Seite noch nicht. Okay. Hier kam nämlich so eine Rampe nochmal hin. Und da kommt jetzt das hier drunter. So. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Schieben das hier drauf. So. Und dann wird der Aufbau von der anderen Seite kopiert. Jetzt vergeigt. Ich habe es nicht weit genug durchgeschoben. So. So nämlich.
So sieht das jetzt aus. Und dann können wir jetzt hier auch nochmal so eine Rampe drunter stecken. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Ja, der Stream heute ist wieder relativ spontan entstanden. Eigentlich hätte ich jetzt was anderes getan. Oh Mann, bin ich unaufmerksam heute. Auf beide Seiten hier kommt nämlich nochmal so ein Dach. So. Eigentlich hatte ich heute was anderes geplant. Ich wollte nämlich noch ein Geschenk für jemanden fertig machen. Verrate jetzt nicht wer, ich verrate auch nicht, was das Geschenk ist, falls derjenige zufällig zusehen sollte. So. Aber ich brauche Hilfe von einer Freundin dafür. Und die hat die Zeitumstellung vergeigt, ist heute viel zu früh aufgestanden. Und naja, war dann halt zu früh wach. Entsprechend schon lange im Tag drin und mitten in der Nacht im Tag drin. Naja. Und dann entsprechend müde. Okay, also das, was wir jetzt hier gebaut haben, kommt hier oben drauf. Dann soll ich den Stift hier durchschieben. Ja, zur Absicherung, ne? Klar. Und dann kommt noch was von der anderen Seite, um das festzuklemmen. Ich schätze mal, hier unten wird dann der Stift hier auch durchgeschoben. Ja, und dabei nehmen wir noch ein Zahnrad mit. So. Okay. Okay, das passt. Das dreht sich. Es bewegt sich. Ups. Dann können wir jetzt die zwei Kurbeln da dran befestigen. Ja, auf jeden Fall, die Freundin, die hatte abgesagt. Und jetzt sitze ich hier und baue Lego. Ne, was man halt so macht. Ich hatte überlegt, baue ich jetzt hier mein Lego-Set weiter oder was mache ich? Und dachte mir so, wenn ich es dann endlich mal schaffe, hiermit fertig zu werden, dann schaffe ich es vielleicht auch irgendwann, das Set, das noch unter meinem Tisch wartet, endlich mal Beachtung zu finden. Dann schaffe ich vielleicht mal dieses Set irgendwann auch zu bauen. Aua, da habe ich mir die Pelle eingeklemmt. Ah, okay. Na, stell ich mich wieder zu blöd an hier.
Jawoll. Also, hier, ne, links und rechts an diese Rampen, sollen die dünnen Winkel hier ran. Ab wie viel ist das Set? Also, klare Empfehlung, eins abmachen, hier ran montieren, weil dann kann man von der anderen Seite da entgegenarbeiten, so, weil das auseinanderzuziehen, das ist eine Strafe. So, ich schätze mal, das wird dann hier unten eingeklickt, ne? Nein, noch nicht. Zuerst sollen hier links und rechts noch braune Leisten befestigt werden. Also manche der Handgriffe hier sind wirklich eine Strafe. Das Set wird ab 14 sein, denke ich mal. Moment. 10 plus. Also hier sind manche Handgriffe. Ich habe mich blöd angestellt. Ich sollte erst eine Seite winkeln und verkleiden und dann die andere Seite. Ich habe gleich beide Seiten gemacht. Na gut, wenn ich mich blöd anstelle, dann kann das Set nichts dafür. So, und jetzt genau wird es verkleidet. Dann Moment. So, das war das Klick. In der Anleitung beschrieben mit Klick, 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 Cut, Klicks, Kiss. Und das letzte kann ich nicht lesen. Hey, ich kann nicht lesen. Und links und rechts kann ich hier nochmal so Spielereien ran. Zweimal müssen wir diesen hier machen. Kommt denn hier unten drunter? So, einmal da lang und einmal da lang. Kriegen wir nochmal zwei große 6er Blöcke drauf. Nochmal zwei Verkleidungen links und rechts. Na. Okay. Links und rechts kommen hier nochmal so Rampen hin. Ich bin heute schon wieder so furchtbar müde, ne? Habe ich das schon erzählt? So, und jetzt kommen die perlgoldenen Bögen mit dran. Guckt euch das mal an. Finde ich schon sehr hübsch designt. Da finde ich es auch sehr schön, dass da unten diese Studs, dass die golden sind. Nicht irgendeine Farbseuche gewählt wurde, sondern dass die golden sind. Also, der Aufbau hier. Stabil. Der ist wirklich stabil gebaut. Auch die Sollbruchstelle von vorhin, die ist jetzt gut verkleidet. Das Ding ist echt stabil, finde ich. Finde ich super. Ist sehr gut gelöst, sehr gut gebaut. Gefällt mir. Was mir halt so ein bisschen ins Auge fällt, ist halt wirklich das Gelb dazwischen. Es sticht jetzt nicht so sehr ins Auge, man könnte es mit Gold verwechseln. Ich finde, braun, grau, schwarz, sowas ergänzt sich immer ein bisschen. Da, weiß ich nicht, kann ich tatsächlich nicht so viel beanstanden, aber die Farbseuche. Und ich muss sagen, Ersatzteiltütchen. Muss sagen, ich sehe hier den nächsten Bauabschnitt und ich muss sagen, den finde ich gruselig. Das
Ich hätte eigentlich gestern einen Halloween-Stream machen müssen. Mit dem gruseligen Inhalt von Forks dem Phönix. So, hier schön wieder zusammentüten, damit man das alles brav getrennt wegschmeißen kann. Gut, ab unter den Tisch. Gehört jetzt zur Schlucht. Hier haben wir ein dünneres Tütchen. Nämlich das für die Ersatzteile. Ich nehme ganz gerne die kleinen, dünnen Tütchen für Ersatzteile, statt die dickeren hier. So, dann kann das auch weg. Ja, ich finde, die lassen sich besser zusammenfalten. So. Und wieder zurück in die Schlucht. Ja, ich bin statisch geladen, so ein Käse. Gut. Jetzt wird's gruselig. Wir verbauen nämlich erstmal etwas Hufflepuff mit etwas Gryffindor. Und packen ein paar Geister dazu. Ja, also mit dem gelben und dem roten kann man gut Gryffindor und Hufflepuff was bauen. Das weiße hier ist dann Ektoplasma für Geister. Also ist natürlich mitgedacht, dass der geneigte Harry Potter Fan es auch wirklich benutzen kann, wenn er da eigene Kreationen erschafft. Das orangene ist Mahagoni. Ne? Wie war das? Harry wirft seinen Zauberstab aus Mahagoni in den Kofferraum und fährt rückwärts in die Schule. Oder, nee, er ist rückwärts in Petunias Küche gefahren, oder? Also hier ist es gerade echt ein bisschen gruselig bunt. Ich muss mir unbedingt die Kritik vom Held der Steine dazu anhören. Ich glaube, der geht hier schon wieder voll ab auf die Farbe. Ich meine, ich kann es verstehen. Es ist bunt. Also, ich stelle mir manchmal vor, dass so Designer solcher Sets nicht unbedingt die Teile haben, die sie brauchen und dann da sitzen mit knallbunten Teilen und zusammenwürfeln. Um Gottes Willen! Ah! Ein Abo auf YouTube. Adimi Milky, vielen Dank für dein Abo auf YouTube. Warum sind die Sound Alerts so anders? Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ja, ich stelle mir das mal vor, dass so die Designer solche Sets da sitzen mit ihren knallbunten Steinen und halt irgendwas zusammenschustern, was dann so von der Form her cool aussieht. Und dann überlegt man sich, was mit der Farbe. So stelle ich mir das immer vor. Weißt du auch, das Central Perk von Friends, dass das nicht so aussah, wie es aussah, sondern man halt ein bisschen was zusammengestellt hat. Da hast du dann einen beigen Laternenpfosten, dann noch einen weißen, stellst sie nebeneinander. Denkst dir, das passt so für die Pfosten im Central Perk. Und am Ende, wenn es dann an die Produktion geht, beziehungsweise an die Präsentation und dann an die Produktion, da stelle ich mir dann vor, dann kommen die richtigen Farben dazu. So stelle ich es mir vor. Das heißt, das, was ich hier zusammenschustere, so sehen in meinem Kopf die Prototypen solcher Sets aus. Und dieses Set hat es nicht aus der Prototypenphase ganz rausgeschafft. Da haben sie wieder einen Praktikanten, denke ich, rangelassen. Ich trinke erstmal einen Schluck. Haben sie einen Praktikanten rangelassen. Und ja. Dann sitzt der Designer da, fragt sich, wo ist mein Prototyp hin? Sagen seine Kollegen, ja, das ist in eine Produktion gegangen. Er war doch noch gar nicht fertig.
war doch nicht fertig designt. Die Farben stimmen ja alle noch nicht. Das sind ja noch die Prototypfarben. Es wird jetzt produziert. Wahrscheinlich sitzen sie da und müssen im Zeitdruck in 30 Minuten was zusammenbasteln. Und nach 30 Minuten kommt die Aufsicht und wie doof ist das denn? Nach 30 Minuten kommt die Aufsicht, guckt so, na, was habt ihr? Geht zu jedem Tisch und räumt einmal so ein und das geht in Produktion. So lassen sich manche Sets erklären, wie dieser halbe AT-ST von Star Wars. Was ich hier gerade doof fand, ist, man soll zuerst das Ding hier drauf schieben und dann von der anderen Seite das Zahnrad. Es ist doch einfach, das Zahnrad ein Stück weit hochzuschieben und dann das Ding hier drauf zu setzen. So, schiebst noch ein Stück weiter. Also manchmal macht man sich das Leben auch unnötig schwer. Na, da. So. Dann kann sich das hier drehen. Gefällt mir. Da habe ich jetzt Spaß dran. Daraus wird jetzt der restliche Stream bestehen, dass ich diesen hier mache. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen ist es bunt. Ich glaube, ich habe noch nie so ein buntes Set aufgebaut. Nicht mal in meiner Kindheit habe ich so viel Farbe mit Sets verbaut. Nicht mal mein Lego Duplo war so bunt. Also so bunte Akzente. Zur Orientierung beim Bauen. Die verstehe ich ja noch. Wenn es wirklich Akzente sind. Wenn es so wirklich ist, du hast da eine schwarze, graue Masse. Gigantisch. Und verlierst halt voll den Überblick irgendwann. Da sage ich, okay, ein bisschen Farbe ist hilfreich. Aber hier verliest du ja nicht den Überblick. Das ist einfach nur bunt. Also hier, die normalsten Farben hier sind eigentlich das Braun. Und Schwarz hin und wieder noch. Ich brauche einen schwarzen Nebenbraunstatt hier. Oh, ups. Ich habe die schwarze Platte hier ein zu weit hinten gesetzt. Weißt du, ich verliere die Orientierung mit bunter Farbe. Also erzählt mir nichts von die bunte Farbe soll, die ist nur für die Orientierung da. Das Argument ist offiziell widerlegt. Was brauche ich hier, einen gelochten Achter? Wo ist der denn? Da. Und wieder ein beiges Zahnrad. Dem geben wir mal ein bisschen Spiel, dass es nicht ganz so stramm sitzt. Ja. So. Ja, dem sollte ich vielleicht kein Spiel geben. Okay.
hier links und rechts dahin. Er fragt mich, wo jetzt das Weiß herkommt. Warum da jetzt Weiß auf einmal im Spiel ist. Okay, aber tatsächlich, das Orange hier könnte sogar seine Daseinsberechtigung haben. Fällt mir gerade mal auf. Aber guckt euch mal an. Ich glaube, ich habe gerade auf einem sehr, sehr hohen Niveau gejammert und mich damit gerade mal voll zum Klops gemacht. Sehr schön. Ich hatte halt voll vergessen, wo wir uns bewegen. Wir sind ja nicht im, also wir sind ja nicht nur im Inneren, wir sind ja im gesamten Vogel gerade unterwegs. Gott. Ich glaube, das wäre mir nicht passiert, wenn ich nicht so am Sack wäre im Kopf gerade. Normalerweise, ich habe das ja vorhin schon angesprochen. Ne, hier mit den roten Teilen hier drüben. Da hatte ich ja vorhin auch kurz gejammert und meinte dann, ach ja, warte mal. Wir bauen ja hier Forks zusammen. Da könnte es sein, dass diese Farben natürlich sind. Oh Gott, bin ich ein Affe. Also das ist mir so peinlich, das würde ich am liebsten rausschneiden. Da habe ich mich gerade echt zum Affen gemacht. Aber da merkt man auch, dass ich einfach kein Experte bin. Hierbei, sondern einfach nur gut jammern kann. Ich glaube, ich habe davon irgendwas vergessen, oder? Habe ich das denn vergeigt? Oh nein. Hier vorne, da habe ich nur Orange in 2er reingesetzt. Da sollte kein Orange in 2er rein. Da sollte sowas rein. Okay, das mit dem Zahnrad funktioniert noch alles, das ist gut. Okay, dann zurück ins Geschehen. Okay, jetzt kommen ganz wilde Teile. Ja, was ich hier in der Hand habe, gefällt mir. What? Was? Achso. Okay, jetzt wird hier geheiratet. Das Runde muss ins Eckige. Da wird es jetzt zusammengesetzt. So. Hier wird es befestigt. Wenn ich jetzt hier... Kurbel. Bewegt sich da oben. Ja, der Sockel hat jetzt ein bisschen Spiel. Warum hat denn der jetzt Spiel? Warum ist der jetzt schief? Ja, ein bisschen gegenbiegen und schon passt es wieder. So. Ja, drehen wir so rum. Ihr sollt ja schließlich sehen, was hier oben abgeht. So. Ich war ja noch nie so der Lego-Technik-Fan, ne? Hatte ich ja schon mal
erzählt. Und ich werde das, glaube ich, auch nie. So. Okay, dann haben wir das. Und jetzt wird es halt kompliziert mit so Umlenkfunktionen. Also bei diesen Technik-Sets ist ja wirklich Technik dahinter. Starke technische Prinzipien, und bei sowas war ich halt schon immer eine Niete. Also Physik und so. Das hat ja alles dann mit Physik zu tun. Und in Physik war ich halt wirklich legendär schlecht. Zwei von den Zweiern hier. Physik finde ich per se interessant, aber ich war halt wirklich unsagbar schlecht in Physik. Hier wird gerade ein bisschen verkleidet, möchte ich euch nicht vorenthalten. Ah, andere Seite. Ja, in Physik war ich halt unglaublich schlecht, einfach nur. Gut, da hätte ich gerade fast mein Teil versenkt. Schön. Nee, warte mal, hier unten muss es rein. Es hat keine 1:1 Umsetzung. Ui. Keine 1:1 Umsetzung. Es hat Spiel. Weil guckt mal, hier stehen sie jetzt seitwärts. Die Stifte da oben. Hier, das steht jetzt seitwärts. Ich drehe nach unten. Die sind schräg. Ich drehe nach hinten. Die sind oben. Ich drehe hoch. Die stehen schräg und ich drehe in Ausgangsposition, aber die sind nicht in Ausgangsposition. Es hat Spiel. Ah, und Physik. Wie gesagt, Physik fand ich an sich immer interessant, aber als Fach mochte ich es nie. Kann ich auch die Begeisterung mancher Mitschüler für das Fach gar nicht verstehen. Weißt du, eine Thematik und ein Fach, das sind zwei verschiedene Dinge. Physik als Thema, das die Welt bewegt, finde ich sehr interessant, aber Physik als Schulfach finde ich einfach nur scheiße. Also alles mathematisch, physikalische in der Schule, das war nur reine Zeitverschwendung für mich. Kunstunterricht, der war gut. Da hatte ich auch immer wieder echt coole Lehrer. Kunst, das hat Spaß gemacht. In Physik bin ich regelmäßig immer wieder fast eingeschlafen. Das einzige Mal, dass ich gut in Physik war, war bei Elektrizität. Weil Schaltpläne, damit kam ich super klar. Die zeichnen und so, ne, stellen sich hier einen Schaltplan auf und nachbauen.
Tschüss. Da war ich ja auch echt gut mit. Aber als es dann wieder daran ging, auszurechnen, hier im Schaltplan, dieser Widerstand da, blub, bla, schieß mich tot. Da war es dann halt auch schon wieder zu Ende. Errechnen Sie hier den Widerstand. Keine Ahnung. Finde ich halt auch ein bisschen schwierig, dass du sowas wie Physik in der Schule machen musst, wenn du dich halt absolut nicht dafür interessierst und im Prinzip so eine Scheiße dir deine Studiengangszulassung dich deine Studiengangszulassung kosten kann. Also ja, wenn du irgendwie wegen Physik durchfällst. Was? Ich soll das hier jetzt irgendwie hier vorne dran kriegen. Wenn du wegen Physik irgendwie durchfällst und dein Abi nicht kriegst, darfst du nicht studieren gehen. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, finde ich nicht gerecht. Weil jemand, der in der Schule Physik nicht kann, wird nach der Schule kein Physikstudium anstreben. Genau das gleiche für Mathe. Ich hätte es nicht eingesehen, wäre ich wegen Mathe durchs Abi gefallen und hätte deswegen nicht studieren dürfen. Zack. Da kurbelst du dir auch einen Affen, wenn du die Flügel schlagen lassen willst. Das ist ein bisschen schade, dass das nicht 1:1 umgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob das nicht anders ging. Aber ja, da kurbelst du dich echt doof. So, Ausgangsposition. Dann kommen hier hinten noch so Abdeckungen drauf, damit das Beige da nicht so auffällt. Gut, Abdeckung 1 versenkt. So. Schön. Haben wir jetzt wieder zwei Dinger, die wir zusammenstecken. Kann man die zwei N hier links und rechts jeweils graue Stöpsel. Drehen wir es um. Wir müssen hier blaue Stöpsel rein. Einmal. Ja, also ehrlich gesagt, ich finde es ungerecht, wenn man nicht studieren gehen darf wegen so einer Scheiße. Okay, die drei müssen nach oben. Hängt es hier gerade einfach nur los in der Luft rum? Ja. Das hängt gerade nur in der Luft rum, alles klar. Okay.
hier wieder Einzelteile basteln. Aber ich finde ja wirklich, es gibt Schüler, die einfach mit Physik nichts anfangen können oder mit Mathe. Mich zum Beispiel. Ich kann halt absolut nichts mit sowas anfangen. Und uns dann eventuell ein Studium vorzuenthalten. Nur weil wir bei sowas Probleme haben, Mathe und Physik. Finde ich nicht gerecht. Also es muss auch nicht jeder Depp studieren. So rückblickend betrachtet hätte ich jetzt auch nicht unbedingt ein Studium machen müssen, ehrlich gesagt. Bin auch der Meinung, es studieren zu viele Leute und vor allem zu wenige, die halt auch wirklich studieren können. Das ist ein anderes Thema. Ja, wirklich, was so an Unfähigkeit in der Uni vertreten ist, ist unglaublich. Warum poltert es jetzt so runter? Seht ihr das? Wie das hier jetzt immer so plötzlich runterpoltert. Ich glaube, die Aufhängung hier hat da Probleme mit. Spannend hier zu sehr. Also hier diese Viererteile, die spannen gerade ganz schön. Hier ist so ein Punkt, an dem die überspringen. Ich hoffe, dass sich das noch ergibt. So. Ich hatte auf meinem Discord-Server übrigens angekündigt, dass ich heute noch auf Twitch Clips Germany reagiere. Also ich sehe, wir haben schon wieder 10 nach 5. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ah, da vorne ist meine Folge Witcher fertig gerendert. Muss mal eben nach vorne schauen. Dazu muss das Mikrofon hier aus dem Weg. Mir ist gerade ein ganz blödes Missgeschick passiert. Ich habe mir meine Kamera gerade rausgetrampelt. Ich muss das Telefon neu verbinden. So.
Okay, man sieht wieder was, sehr schön. Oh, und hier echt, echt Mist gebaut. Und wieder rüber gesprungen hier. So. Na, so optimal ist das halt immer noch nicht, ne? Oh, Ersatzteile, ups. Tütchen auf! Drüber! Fertig! Falsche Tüte. Au, Genick. Gut, jetzt geht's an die große Verkleidungsmission. Ja, ich brauche jetzt zwei Käsecken da. Komm nämlich hier links und rechts hin. So eine Rampe, Wippe, wie ich das auch immer nenne. Ja. Hier hinten kommen so eine komischen Teile leicht angewinkelt dran. Diese drehbaren Klemmen. Aber da 1, 2, 3, 4, 8, 6, 8. Da unten. Hier drüben. Und hier. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Ich mag so ganz kleine Teile nicht. Einerseits verdrehen die sich immer, andererseits die zu befestigen ist manchmal auch echt ganz schön die Pest. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich glaube, Wir bauen jetzt, glaube ich, einen Flügel. Nee, so. Und zumindest mutet die Struktur, die wir hier zusammensetzen, so ein bisschen danach an. Könnte auch ein Gryffindor-Banner sein. Ah, aber das ist jetzt Farbseuche. Dieser helle grüne Punkt hier. Das ist nicht mal Slytherin-Grün. Wieder zwei angeschrägte Klemmen. Und eine gerade. Ja, das ist auf jeden Fall die Flügelstruktur. Da. Um Gottes Willen, was ist das denn jetzt? Also, da brauchen wir dieses komische L. Wo haben wir das? Da. Kommt der blaue Pin da durch.
Das hier wird zusammengesteckt. Kommt ein schwarzer Pin von der anderen Seite. Was ist das denn für eine wilde Konstruktion? So, das kommt jetzt hier auf die Rückseite. Mit dem L da nach oben so. Okay, so soll es dann sein. Von der Seite kommen zwei Pizzastücke drauf. Hier drüben hintereinander. Das sieht ganz cool aus mit den Dekos hier. Soll ich jetzt so eine kurvige Linie setzen? Ui, das wird jetzt, das sieht kompliziert aus. Hier kommt ein Pizzastück rein. Dann brauchen wir drei von diesen Hellen. Die sind hellbraun hier. Eins, zwei, drei. Dann wieder drei orangene. Ich schätze mal, Bauabschnitt 4 wird dann der andere Flügel sein. Zack. Genau deswegen mag ich kleine Teile nicht. Und wieder eine Kurve hier drüben. Okay, das soll dann hier drüben schon mal rauf. So. So sieht's jetzt aus. Ja, gefällt mir. Ich sollte aufhören, da rumzuspielen. Hier unten kommt jetzt nur orange Leiste vor. Die ist leider nicht ganz kaschiert, dass dahinter grau ist. Ich schätze mal, da drüber kommt auch gleich einer. Nö. Was ist das denn? Das ist eine rötliche Fliese. Umdrehen. Das wird befestigt. Dann kommt hier ein Stift rein. Umdrehen. Das kommt dann hier hinten in die eine freie Stelle rein. Da. Treffer. Ach ja, weil wir es gerade von der Schule hatten, was waren denn eure Lieblingsfächer? Das könnte man in die Kommentare schreiben. Also meine Lieblingsfächer waren Kunst, Bio, Chemie. Glaub mehr hatte ich nicht, ne? Musik. Musik fand ich immer ganz schön. Vor allem in der Grundschule, da hat mir Musik sehr viel Spaß gemacht, weil man da noch selber musiziert hat. Das war ja im Gymnasium dann auch nicht mehr so. Am Gymnasium hast du ja nur noch so fachliche Scheiße gemacht. Da wurde es dann halt auch uninteressant.
Wenn du dann wissen musstest, was das eingestrichene und das zweigestrichene C ist und hier Halbtonschritt und so eine Kotze. Das hat mich nie interessiert. Ah, jetzt wird hier verkleidet und so sieht man dann auch das Orange nicht mehr, das Grau hier unten nicht mehr, beziehungsweise kaum noch. Also ja, Musik war mal cool und dann wurde es halt super uninteressant. Weiß nicht, es ist bei vielen Fächern so, dass die irgendwann sehr uninteressant werden. Anfangs motivieren die einen, dass man da voll bei ist. Und dann werden die schlecht. Muss ich das jetzt fünfmal machen? Wir machen jetzt hier die Schwingen, die Schwungfedern. Ah, das muss ich jetzt zweimal machen. Okay. Gut, dass ich das sehe. Dann arbeite ich das gleich mal parallel. Dann kann ich die Schwingen nämlich gleich richtig platzieren, dass es nach was aussieht. Jetzt neulich mal wieder League of Legends Figuren bestellt. Kam auch unbeschädigt an. Nicht so wie das eine Mal. Ich glaube, da haben sie mit dem Versandhandel, mit dem Paketdienst unseres Misstrauens verschickt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich hier Namen nennen darf, deswegen spare ich mir das mal. So, So. Und dann kann man hier kurbeln. Vielleicht ein bisschen nach unten neigen. Irgendwo ist dann ein Punkt in der Technik, der nicht gut funktioniert. Weil wenn ich das hierhin drücke, da geht es von selber zurück. Weil dann zu starker Widerstand ist, der es zurückdrückt. Hier unten geht es auch wieder zurück. Und hier erhöht sich die Kraft, die ich aufbringen muss, um weiterzuziehen. Hier ist es dann stabil. Wobei es... Nee, hier ist es dann relativ stabil. Nach oben geht es leicht. Und dann... Hier ist so ein Punkt. Zack. Irgendwo verkeilt sich da was. Irgendwo ist da was nicht richtig. Fangen wir gleich mal mit dem Aufbau des nächsten Flügels an, oder was ist das hier jetzt? Das sieht so aus. Wundert mich jetzt ein bisschen. Was ist dann im letzten Arbeitsschritt groß drin? Sind da nur noch die Schwungfedern hier und die Verkleidung hier oben, oder was? Scheiße, jetzt zeige ich den Faden verloren hier. Also ich bin
von meiner Schulzeit sehr enttäuscht. Weil vieles einfach nur so verschwendet war. Ich finde, Schule kann cool sein. Ich finde Lernen auch wichtig. Aber ich kann verstehen, warum Leute sagen, die haben keinen Bock auf Schule. Weil einem so sehr doll diese Lust am Lernen auch ausgetrieben wird. So. Und hier kommen wir auch wieder. Ja, Tatsache, das ist der Grundaufbau des nächsten Flügels. So. Muss ich es halten, damit ich mich nicht komplett selber verwirre. Und die Ecke geht so hoch. Achso, im letzten Arbeitsschritt werden hier die Abdeckung und der restliche Kopf kommen, ne? So. Bin ich ein Idiot? Ich hab die restliche Verkleidung hier vergessen. Hier kommt auch noch Farbe mit drauf. Das Schöne ist, dass man das hier auch noch mit dran machen kann, wenn man den Flügel schon befestigt hat. So. Gehe ich hier mit dem Teiletrenner dazwischen, damit ich eine Linie sozusagen hinbekomme. Damit es schöner aussieht. So, und hier oben, ne, wenn es wäre, da. Hier kommt das hin. Und dann wird es befestigt und damit ist auch der Arbeitsschritt abgeschlossen. Sehr schön. Und jedes der kleinen Teile hier hat natürlich wieder ein Ersatzteil. Kommt weg. Einen Schluck trinken. Und auf zur letzten Tüte. Tütchen Nummer 4. Und wenn ich mir dann nicht wieder ewig Zeit lasse mit dem Bauen, kommt das, worauf ich seit über einem Jahr warte. Ich weiß nicht, seit wann ich das Set habe. Das hier noch unter meinem Tisch wartet, aber ich muss gucken, ob es jetzt ein Jahr oder schon zwei Jahre sind. Es könnten tatsächlich schon zwei Jahre sein, die das Set auf meine Aufmerksamkeit wartet. So, ein bisschen durch die Teile durchblicken hier. Ein bisschen Überblick verschaffen. Ja, jetzt sind die Fliesen und die ganzen Kleinteile, die gerade eben hier auf dem Tisch lagen, hier oben. Dadurch, dass sich die Struktur der Tüte geändert hat. Nachtfox und Dumbledore. So. Flup. Dann hier über Leisten. Und ein schwarzer Stift.
Hier sehe ich auch schon was, was beim Hornschwanz auch sehr schlecht gelöst ist. Hier bei Fox aber immer noch sehr brillant. Spreche ich dann an, wenn es soweit ist. Könnt ihr auch schon mal drüber nachdenken, was es wohl sein wird. Und in dem Fall ist es tatsächlich kein Jammern auf einem hohen Niveau, würde ich sagen, sondern berechtigte Kritik. Ne? Wo noch so ein Eiszapfen hier da. Wo ist das? Das wird dann da hinten wieder überspannt. Überspannen wir mal den Bogen. Ja. Nee, das war zu groß. Die hier müssen sein. Und eine 1x1 Fliese. Damit wird auch. Ah. Orangene Leiste da. Das untere wird natürlich auch wieder mit einer orangenen Leiste verkleidet. Dann hier oben die andere Verkleidung ist natürlich das, was wir gerade zusammengesetzt haben. So. Damit es so aussieht. Oh, ups, da habe ich die orangene Leiste vergeigt. Ich eins zu weit nach links gesetzt. So muss es nämlich sein. Jetzt haben wir die eine Schwungfeder, die äußerste, ne? Ne, die innerste. Kann die Klemmen schon mal beiseite legen. Pizza-Ecke, eine rote Pizza-Ecke, da. So, die hinterste Schwungfeder. Und dann wieder die zwei oberen, die ja gleich aufgebaut sind. Jemand im Discord angepingt? Nö, gut. Ja. Dann hier unten die entgegengesetzten Woppelteile. Achso, ja, und die komischen Wölbungen hier. So, und damit haben wir die nächsten zwei Schwungfedern. Das sieht relativ gleichmäßig aus. Von ein Stück nach oben, so damit es auch passt.
Oh, hier ist tatsächlich auch ein sehr starker Widerstand drin.
Sonden kann man aber nicht drehen, oder? Nö, das ist statisch. Und die andere Seite. Die habe ich mir hier schon rausgelegt. Dann kommt es lange wieder unten hin. Das kurze oben. So. Dann wird jetzt diese Seite hier auch verkleidet. Das zeige ich euch auch wieder nicht, weil dafür die volle Aufmerksamkeit hier jetzt leider brauche. Dann brauche ich wieder ein paar Pizza-Ecken. Die kommt da drunter hin. Ups. Das kommt dahin, dann kommt hier wieder das lange Stück ran. Ah, ist das? Ja, hab ich ganz vergessen. So. Hier wieder so eine Kralle. So was so rostrotbraunes. Und dann machen wir jetzt die Vogelkrallen hier fertig. Die bereite ich schon mal vor. Auf der anderen Seite brauchen wir auch noch welche. Das heißt, ich bereite die jetzt 6-mal vor. Wenn ich es hinkriege. 3. 4, 5, 6, 7. Bisschen zusammenneigen, dass es auch sieht, aussieht so halbwegs, als würde er nach was krallen. Es kommt jetzt auf die rechte Seite. Gut. Hatte mich schon gewundert, was hier mit den Klammern da unten machen. Da kommen jetzt die Krallen von Forks hin. Und die gleiche Geschichte kommt auch auf der anderen Seite. Nur eben gespiegelt. So. Ja. So. Oh. Da habe ich eine Käseecke vergessen. Noch gerettet. Hier kommt noch so eine Käseecke hin. Ah, halt, und die Krallen natürlich. Super, die Käseecke diesmal nicht vergessen, aber dafür die Krallen. Ich bin ja auch ein Held. Mann, für was ich nicht alles ein Held bin. Okay, ich drück die Krallen eh nochmal runter, so, zack. Dass es nach was aussieht.
Alles klar. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kommt die letzte heiße Bauphase. Aua, wir bauen Forks Kopf und ich verletze mir den Finger. Schnäbel. Wollen wir Fox schielen lassen? So, jetzt sollte das auf ungefähr der gleichen Höhe sein. Ich zeige euch dann auch gleich, was ich so cool fand. Ich das nochmal an. Weil so sieht der Kopf jetzt aus. Und die Augen sind gedruckt. Und das ist das, die Sache, die mich beim ungarischen Hornschwanz so stört. Da ist auch das Gesicht durch Aufkleber gelöst. Also nicht nur, dass sie es bei Fox hier geschafft haben, die Plakette zu drucken. Nee, die haben es auch geschafft, bei Forks die Augen fürs Gesicht zu drucken. Das heißt, die haben die Produktionsqualität beim Hornschwanz zurückgeschraubt. Anders kann man es nicht sagen. Die Qualität wurde eingeschränkt. Und teuer ist halt trotzdem. Rotes noch mit hin. Und, oh, ein roter Zauberstab. Eine rote Lichtschwertklinge. Nur nicht transparent. Ups. Ein gelbes kommt hier hin. So, und das kommt auf. Lass mich raten, die Lichtschwertklinge ist dann dafür da, um das zu stabilisieren, oder? Ja, exakt, das wird jetzt hiermit auf die Lichtschwertklinge draufgeschoben. Kommen da noch Federn oben rein. Sehr cool. Die Lücke hier wird einfach, also hier die Lücke, scharf, da. Wird einfach zugemacht, indem man hier die Federn reinmacht. So. Wenn man ganz wild ist, macht man die unterschiedlich hoch. Hat dann nochmal ein bisschen Dynamik drin. Kommen hier nochmal geschwungene Federn hin. Die kann man so ein bisschen neigen. In der Mitte hin. So. Es ist nochmal ein bisschen geschützter. Sieht nicht so stark aus. Was ist das hier? Ist das eine Feder? Oder ist das ein Schwert? So, hier Lichtschwertklingenmäßig. Kann ich leider gerade nirgendwo reinstecken, aber so in ein Lichtschwert und dann kämpfst du damit, oder was ist das hier für eine Geschichte? Die Angussstellen davon, von dem Teil, die sind halt, die sind schlimm. Ohne Mist. Also die Qualität war früher besser. Das ist bei allen Teilen von denen so, dass die Angussstellen so schlimm sind.
So. Und dann kriegt der kleine Vogel auch seinen Kopf. Dann räumen wir kurz die Ersatzteile weg. Warte mal. Oh, bin ich ein Idiot. Weißt du, ich mach schon Feierabend, obwohl die Hälfte noch verbaut werden muss. Sonst, ne? Hinten auch nicht. Okay. So. Hatte da oben noch zwei Krallen vergessen, die Forks Kopf dann abschließen. Okay. Und das ist er. Forks der Phönix. Also das Kurbeln, das funktioniert halt echt nicht optimal. Ich schätze, es liegt wirklich mit am Gewicht der Flügel und daran, dass durch das Gewicht die Technik nicht rund läuft, weil ich habe weniger Probleme damit, wenn ich Forks so halte und kurbel. Da ist zwar auch noch so ein kleiner Punkt drin, in dem es knackt, aber so schlimm wie jetzt ist es nicht. Also ich schätze mal, es liegt wirklich am Gewicht der Flügel, dass es nicht so rund läuft. Weil die Teile haben halt auch alle Spiel. Deswegen, ja, denke ich, liegt es daran. Aber, also wenn man das Set packen will, empfehle ich, greift sie am Sockel und an der Sitzstange des Vogels. Da ist das Set wirklich am stabilsten. Der Sockel, der ist massiv. Den kriegst du nicht so leicht kaputt. Hier oben hätte ich halt so ein bisschen Angst, ein bisschen was zu verschieben, durcheinander zu bringen, weil hier viel mit diesen Haltekrallen ist. Ne? Da kannst du ja die Flügel sonst wohin biegen. Also, ja, wenn ich hier hinten anpacke, da wo Forks auch recht stabil gebaut ist, da verschiebe ich dann die Schwanzfedern. So, alles ein bisschen unterschiedlich hoch, damit es dynamisch ist. Die Flügel, die biege ich auch so leicht nach oben hier. So. Und so sieht's aus. Ich finde es sehr schön gebaut. Wie gesagt, es ist sehr massiv. Vor allem der Sockel, der hier ist super stabil. Kann ich nicht meckern. Ich hatte ja zwischendrin, wie gesagt, ne, über diese Farbseuche geklagt. Aber natürlich, wenn der Vogel bunt ist, ist das Set auch bunt. Ich weiß nicht, was ich mir da beim Jammern gedacht habe, aber nicht viel, wie es aussieht. Und dann kann man auch noch den Kopf neigen, wie man möchte. Man kann die Flügel natürlich einstellen. Hier vorne, hier hinten. Die Krallen kann man einstellen. Abnehmen kann man den Vogel nicht. Der ist ja hier fest montiert. Und selbst wenn man abnehmen wollte, es sähe nicht so gut aus. Die Krallen, die würden hier zurückbleiben. Die sind am Sockel befestigt. Ja, gut, beim Fliegen braucht er die nicht unbedingt. Aber beim Sitzen. Es gibt ein paar offene Stellen, die nicht ganz so hübsch sind. So da in den Körper reinzuschauen ist vielleicht nicht ganz so schön. Hier hinten, da fehlt ein bisschen Verkleidung, meiner Meinung nach. Aber hängt es vielleicht da hin? Ich weiß nicht, wo es hier in der Technik hapert. Schätze einfach mal, die Technik ist nicht gerade stabil gebaut. Nee, aber ansonsten finde ich, ist es ein sehr schönes Set.
Dumbledore und Fox als Figuren dabei, finde ich auch super. Also, das ist natürlich kein Spielset, den stellt man sich ins Regal, guckt man sich an. Ich würde mal sagen, nicht mal unbedingt auf eine erhöhte Position, weil erhöht sieht man das. Das Schwarze unten an den Flügeln, das ist halt nicht so schön. Von unten ist der echt nicht so toll. Der muss ein bisschen niedriger stehen. Stellt, also eigentlich wirklich so wie hier auf dem Tisch. Da ist er wirklich wunderschön. Ja, das ist mein Wort zum Dienstag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall ja. Das Bauen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Twitch Clips Germany gibt es heute dann leider doch nicht mehr. Ich wünsche euch noch einen, also ich bin jetzt auch wirklich einfach nur fertig. Ich muss mich davon am Desktop gleich mal um Witcher nochmal kümmern. Und dann ist das mein Abend. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht. Bleibt gesund und eine schöne Woche. Bis dann und ciao, ciao.